Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit uns. Ich bin Sandra von Eilag Reisen, hinter der Kamera ist der Jens. Unser zweites Vanlife-Jahr ist angebrochen und wir haben 2023 einiges an diesem Van verändert und eingebaut und uns noch angeschafft. Und da wollen wir euch jetzt heute einfach mal ein Update geben. Seit 2 Jahren sind wir ja nun mit unserem Kastenwagen in Europa unterwegs und letztes Jahr um die Zeit hatten wir ja auch schon das Fazitvideo veröffentlicht und seitdem sind noch einige Sachen bei uns eingezogen und haben wir eingebaut und die möchten wir euch heute gerne vorstellen. Die meisten Produkte davon findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung, genauso wie einige Rabattcodes, die wir für euch ergattern konnten, und in unserem Amazon-Shop findet ihr auch alle Produkte von uns. Einer der besten Einbauten, die wir 2023 gemacht haben, das bemerken wir gerade jetzt im Winter in Griechenland, ist unter dem Beifahrersitz, und zwar die Lithium-Eisenphosphat-Batterie von Creabest mit 172 Amperestunden, und die macht sich richtig bemerkbar. Gerade letztes Jahr hatten wir hier in Griechenland extreme Stromprobleme und das gehört jetzt einfach der Vergangenheit an. Dazu hatten wir damals auch ein eigenes Video gemacht, weil wir haben dann auch noch einen extra Sockel, wo das Ganze fest verbaut worden ist, und das ist richtig gut. Ja, und wenn wir schon mal bei Strom sind, außerdem hat natürlich die Powerstation bei uns noch Einzug gehalten, und zwar die AllPowers S2000 Pro, und die sorgt auch noch mal für ordentlich Dampf, damit wir genug Strom hier in der Hütte haben. Seit der ersten Stunde haben wir ja oben auf dem Dach 220 Watt Solarpaneele verbaut. Seit 2023 ist nun auch von AllPowers das 200 Watt Solarpanel mit bei uns an Bord. Und damit können wir unter anderem auch die Creabest unterm Beifahrersitz genauso wie unsere Powerstation laden. Ja, und der kleine Bruder von der S2000 Pro, die S200, hat bei uns auch Einzug gehalten. Ich finde die sehr, sehr praktisch. Ganz einfach, wenn man draußen am Arbeiten ist, kann man ohne Verlängerungsschnur und alles, hat man dann einfach Strom draußen. Ja, und so durfte die auch bei uns bleiben. Eine Sache, die wir 2023 eingebaut haben und die definitiv eine absolute Verbesserung war, das könnt ihr jetzt hier gar nicht so sehen, und zwar, wir haben uns das Luftfahrwerk von Goldschmidt hinten eingebaut, denn wir haben ein Leitchassis. Der Wagen ist immer an der Grenze von den 3,5 Tonnen. Die Plattfedern waren mehr oder weniger platt. Das heißt, sie waren nicht so gebogen und natürlich gab es dann auch keinen Federweg mehr. Und wir hatten echt massive Probleme, gerade ja, Valbonatal, Albanien. Wir sind einfach mal aufgesetzt und es war einfach echt schwierig, auch gerade bei extremem Wind vom Fahrverhalten und. Jetzt haben wir das Ganze ein Dreivierteljahr eingebaut und es ist echt der Knaller. Das Fahrverhalten ist viel, viel ruhiger, der Wagen läuft um einiges besser. Ja, und die großen Keile konnte man auch direkt mal rausschmeißen, denn wir können doch echt einiges verändern, sodass wir ja, die großen Keile gar nicht mehr brauchten, weil wir sind bis zu 3 Grad können wir tatsächlich ausgleichen, wenn wir irgendwo an einem Stellplatz stehen. Also die Investition hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt. Ja, also wir sind echt mega zufrieden mit dem Goldschmidt-Fahrwerk und wir werden uns höchstwahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal in Deutschland sind, auch noch die Komfortstoßdämpfer vorne einbauen. Was ich total cool fand bei der Werkstatt, wo wir waren, wir hatten direkt danach gefragt und die so, ach, mach die erstmal vorne kaputt und dann können wir sie immer noch einbauen. Eine mega Errungenschaft 2023 war für uns auf jeden Fall die Trockentrenntoilette von Perfect Van. Dazu haben wir auch schon 2 Videos gemacht. Wir hatten vorher den Flex-Support und haben weiterhin die Kassette von der Chemietoilette benutzt. Aber jetzt ist es echt mega. Es ist einfach zu reinigen. Alles immer noch nach wie vor über den Außenstand. Aber ich gehe jetzt gar nicht weiter drauf ein, weil wenn ihr da Lust drauf habt und einfach mehr wissen möchtet, schaut einfach mal hier oben. Da verlinke ich euch nochmal das Video. Ja, und wenn wir hier schon mal im Bad sind, wir haben hier noch 2 Löcher reingesägt, um einfach noch 2 weitere Ablagefächer zu haben, um hier auch noch ein bisschen mehr zu verstauen. Und das war auch richtig, richtig gut. Was außerdem bei uns Einzug gehalten hat, sind die Produkte von Stihl. Die sind auch echter Knaller. Hier unter anderem jede Menge von den Haken. Davon haben wir noch einige mehr verbaut. Das Coole ist, diese Platten hier, diese Metallplatten letztendlich werden mit Nanoklebeband befestigt und können später auch wieder rückstandslos entfernt werden. Und diese Haken kann man auch überall anders befestigen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, und dadurch, dass wir einen Kastenwagen haben, können wir das Ganze natürlich auch einfach draußen anbringen. Und das finde ich echt praktisch. Den Flaschenöffner haben wir natürlich auch, denn so ein leckeres Bier abends gehört ja auch einfach mit dazu.
Ja, und das sind unsere meistverwendetsten Haken. Hier sind die Jacken dran, hier sind die Handtücher bei Regenwetter dran, hier ist immer alles dran. Und das sind die, die wir auch immer draußen mit dran machen. Irgendwie fliegt ja in so einem Kastenwagen immer überall alles rum, weil es ist ja gefühlt immer viel zu wenig Stauraum. Was wir dann auch noch gemacht haben, ist hier unten auch noch zwei Haken angebracht und hier diese Säckchen noch mit hingetan, sodass wir hier auch noch mal unsere ganzen Kabelgedöns reintun können. Ja, und das Täschchen hier direkt bei der Sonnenblende erspart uns auch ein bisschen mehr Durcheinander. Das heißt, hier haben wir einfach auch so unsere wichtigsten Sachen auch noch mal drin, damit wir sie direkt immer griffbereit haben. Ja, hier hing ja vorher ein Bild. Wir brauchten aber einfach noch ein bisschen mehr Platz und auch ein bisschen mehr Stauraum. Und auch da haben wir jetzt letztendlich hier diese zwei Taschen von Stil und als Dekoartikel natürlich auch noch ein paar Blumentöpfe angebracht. Ja, und da so ein Fahrzeug immer mal wieder ein bisschen auch zu dunkel ist, können wir natürlich auch den Blumentopf, wenn wir irgendwo stehen, draußen anbringen. Ja, das waren immer so Sachen, die einfach bei uns überall rumgeflogen sind und die dann, wenn wir sie gebraucht haben, niemals gefunden haben. Jetzt haben sie alle einen festen Platz und vor allem sehr, sehr cool finde ich ja, hier ist unser ganzes Wasserzeug. Das heißt, wenn wir Wasser laden, können wir das hier einfach alles aus dem Täschchen rausholen, direkt nutzen und fertig ist. Und es hat einfach alles seinen festen Platz. Ja, auch wenn das Netz jetzt gerade leer ist, das nutzen wir auch. Und zwar sind hier normalerweise unsere Isolierungen für die Fenster drin, die wir aber jetzt im Winter natürlich nutzen. Bei 3,5 Tonnen geht es ja immer ums Gewicht. Deswegen haben wir unsere Stahlflaschen gegen Alugasflaschen ausgetauscht das Jahr. Und ja, das hier muss man ja immer mit dabei haben, sonst bekommt man sie ja in Deutschland die Gasflaschen nicht aufgefüllt oder ausgetauscht. Und da haben wir hier auch nochmal eine passende Halterung von Stil. Stil hat auf jeden Fall noch viele weitere coole Produkte, die wir hier auch mit an Bord haben. Aber das können wir und wollen wir euch jetzt auch gar nicht alles zeigen. Wir wollten es einfach nur mal kurz vorstellen, weil die Produkte sind echt cool. Alles weitere davon findet ihr unten in der Videobeschreibung, also wie ihr genau zu Stil auf die Homepage kommt, was übrigens ein deutsches Unternehmen ist und natürlich auch unseren Rabattcode. Ja, und hinter diesem Türchen befindet sich ja unser Alpfilter. Den haben wir 2023 gegen eine Edelstahl-Variante eingetauscht bekommen von Alp, die ja auch ein Kooperationspartner von uns sind. Ja, das ist letztendlich mit einem Vorfilter, einem Kohlefilter und einem Nanofilter. Und wir kaufen ja nie irgendwo Trinkwasser, sondern wir machen alles darüber. Und das funktioniert auch sehr gut in den letzten zwei Jahren. Außerdem, seit 23 bei uns mit an Bord, sind diese Klemmen. Das heißt, wenn irgendwo mal Wasser, also von den Wasserleitungen was kaputt sein soll, kann man die einfach reinklemmen und dann die Leitung abklemmen, sodass da kein weiterer Schaden erstmal entstehen kann und dass man in Ruhe reparieren kann. Lange, lange haben wir echt überlegt, sollen wir den Kanalnamen noch bei uns aufs Fahrzeug mit drauf pinnen oder nicht. 23 sind die Würfel letztendlich dafür gefallen und wir haben zusammen mit Sebastian von Signworks das Logo nochmal komplett neu überarbeitet und auf unser Fahrzeug gepinnt. Ja, wenn ihr da Interesse habt, der Sebastian macht echt viele verschiedene Sachen, sei es, ja, solche Folierungen, komplette Fahrzeugfolierungen, jegliche Art von Drucken, sei es auf Textilien, Becher, ach, einfach alles. Der sitzt in Oberhausen. Ja, und wenn ihr da Interesse habt, da schreiben wir euch den Kontakt auf jeden Fall auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und wie gefallen euch unsere Aufkleber auf unserem Bus? Ja, auf dieser Seite vom Schlafzimmer hat sich auch noch ein bisschen was verändert dieses Jahr. Zum einen dieses Regal, sodass wir hier auch noch mal eine schöne indirekte Beleuchtung abends haben. Und hier drüber, das mag ich total, und zwar ist das ein Kieselsteinbild von Wegart. Das ist meine Schwiegermama, die solche tollen Bilder herstellt in jeder Form, Größe, wie man es haben möchte. Und wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns gerne an, dann leiten wir euch gerne die E-Mail-Adresse weiter. So, und der Schlüsselanhänger im Schlafzimmer ist auch richtig geil. Ja, auch am Kopfende vom Schlafzimmer hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar von diesen Regalen, was ich euch vorne eben gerade gezeigt habe, haben wir noch weitere. Das war immer so ein Dreierpack. Die haben wir einfach in der Mitte auseinandergeschnitten und hier befestigt. So haben wir hier auch nochmal eine gute Ablagefläche für abends bzw. für nachts. Jetzt wäre ich doch glatt noch fast an einer Sache vorbeigelaufen, die auch noch bei uns Einzug gehalten hat. Und zwar
verbirgt sich das hier drunter. Einmal das Schneidebrett von Perfect Van, genauso wie im Waschbeckeneinsatz. Das Coole hierbei ist, es läuft konisch zusammen. Das heißt, das Wasser läuft ganz normal ab und nicht wie es bei dem Originalwaschbecken ist, dass es immer in der Ecke ist, aber nie da ist, wo der Abfluss ist. Das finden wir auch ganz praktisch und deswegen durfte das bei uns auch 23 einziehen. Ja, kulinarisch haben wir auch ein bisschen aufgerüstet. Und zwar haben wir uns einen Sandwichmaker mit Wechselplatten gegönnt. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch Waffeln oder Kontaktgrill noch einsetzen. Und die Heißluftfritteuse. Das war echt total witzig. Dann saßen wir nämlich in das Geschäft rein und wir durften es tatsächlich eben mitnehmen, um zu schauen, ob es bei uns reinpasst. Und sie passte rein. Ja, hier kann man ja nicht nur Pommes machen, wie viele denken, sondern auch Kuchen, Fisch, Gemüse, also echt alles Mögliche. Hähnchen, auch sehr lecker. Ja, und die zwei kulinarischen Sachen haben bei uns auch Einzug gehalten. Ja, was uns gerade in unserem ersten Jahr total beschäftigt hatte, ist, dass wir keinen Feuerlöscher an Bord hatten. Und das haben wir 2023 geändert. Und nun ist auch bei uns ein Feuerlöscher mit an Bord. Ja, und das elendige Schuhproblem haben wir mit der Tasche von Thule auch direkt gelöst. Und jetzt sind die wenigstens nicht mehr im Weg. Das waren jetzt mal so die Sachen, die bei uns Einzug gehalten haben. Und das war tatsächlich noch nicht alles. Es wird demnächst auch noch ein eigenes Technikvideo geben mit der Technik, die wir noch zusätzlich angeschafft haben 2023. Ja, es war irgendwie doch mehr, als wir gedacht haben. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da oder schreibt einfach mal in die Kommentare, ob das für euch hilfreich war oder ob ihr vielleicht noch andere Ideen habt, was wir noch so Schönes hier drin verbauen könnten. Ansonsten sage ich jetzt vielen lieben Dank und wünsche euch noch eine richtig schöne Woche.